M-Creation wünscht gute Unterhaltung bei Pulheim TV. Liebe Pulheim TV-Zuschauer, wie Sie sehen, sind wir mal wieder im Brauweiler in der Abtei zu den Kunsttagen Rhein-Erft. Und ich habe Ihnen wieder eine Künstlerin mitgebracht, und zwar ist das die Cornelia Haas. Und diese Cornelia Haas, die werde ich Ihnen jetzt mal vorstellen. Ich bin mal gespannt, wie sie Ihnen gefällt. Jetzt sagen Sie mal, was haben Sie sich dabei gedacht? Na, das ist im Bonner Kunstmuseum. Und damals, als das Museum gebaut wurde, bin ich auf die Idee gekommen, diese Serie zu malen. Menschen im Museum. Die ersten Bilder sind entstanden, als ich diese Beuys-Ecke gesehen habe im Museum. Und die Leute davor standen, wie vor des Kaisers neuen Kleidern alles bewundert haben. Das ist auch etwas, was ich ein bisschen auf die Schippe nehme. Das Denken der Leute, dass nur etwas gut ist, was im Museum hängt. Also so eben, des Kaisers neue Kleider. Alles, was nicht im Museum hängt, ist keine gute Kunst, keine Qualität, kein Gütesiegel. Und was im Museum hängt, ist also toll. Und ich karikiere eigentlich mehr die Menschen als die Bilder. Wobei hier ist zum Beispiel August Macke jetzt, hier fotografieren. Die Leute fotografieren ja auch viel die Werke der Künstler und machen da was ich mit Händen. Sind Sie darüber sauer, dass die Bilder fotografiert werden und nicht gekauft werden? Ja, ehrlich gesagt ja, deswegen habe ich auch das Schild dahin gemacht. Und ich bin nicht die Einzige, die das nicht wünscht. Die Leute fotografieren das und ich weiß nicht, was sie damit machen, ob sie das auf Leinwand plottern oder theoretisch ist das ja möglich heute mit der Technik. Klar. Und deswegen, ich möchte das nicht auch wegen Urheberrecht verbunden. Dann gehen wir mal zum nächsten Bild. Ja. Ich meine, das ist im Prinzip das Gleiche. Auch Menschen im Museum, die andächtig davor stehen, vielleicht gar nicht verstehen, was der Künstler sagen will oder schon, aber eben sich das ansehen. Ja, ja. Eigentlich ist es immer das gleiche Thema. Durch verschiedene Kunstwerke. Das ist ja herrlich. Das ist eine Fotoausstellung von jemandem. Das ist in der Galerie mit einem runden Bogen. Und das ist... Ist da ein Verwandter von Ihnen, der da steht? Nee, nö, Fantasie. Die Menschen entstehen aus der Fantasie. Also ich würde Verwandte malen. Ja, die Räume, ja, habe ich hier. Oder die kriegen Frau Sie Ärger? Die Frau ist bekannt, ja, die kenne ich. Also da unten die Dame mit den Locken, mit der ähnlichen Frisur wie Sie. Da werden Sie immer gefragt, ob Sie das sind. Ja, genau. Dabei denke ich immer, die hat eine bisschen längere Nase als ich. Ja, sie sieht ihn eigentlich überhaupt nicht ähnlich. Und der Knabe, der da so interessiert guckt. Ja, das ist Fantasie. Das ist Fantasie? Fantasie, die Haltung höchstens. Aber, ja, sie wissen, die Skizzen, das ist oft die Haltung dann von jemandem, wenn der so vor mir steht und ich nehme dann die Skizze und mache dann Kopf oder das Gesicht aus der Fantasie noch. Ja. Wie kommen Sie an diese Personen? Die sind und dann hier sieht man hier in Ihrem Skizzenbuch, sieht man... Hier. Dass das Leute waren, die hier durchs Museum gehen. Genau. Aber man muss hier aufpassen, wenn man hier vorbeigeht, kann es sein, dass man auf einem Bild auftaucht? Ja, kann sein. Allerdings wirklich sehr flüchtig. Was haben Sie noch mehr gemacht? Können Sie mal ja, ich muss haben? Aber ein bisschen suchen, weil die habe ich ja, ganz ja, schnell. Ist ja ich hole immer ganz schnell den Block, wenn jemand vor die Linse geht, auf der Pirsch. Ja. Wie auf der Pirsch, sagt die immer. Eine Frau hat mal über mich gesagt, Frau Haas ist wieder auf der Pirsch hier. Das ist der Fotografierer, der trotz des Verbots Bilder fotografiert. Die Skizzen, die ich dann für Bilder verwende oft. Das heißt, man muss schon hier, wenn man jetzt hier am Brauweiler ins Museum kommt, da kann es sein, dass man nächstes Jahr hier auf einem Bild auftaucht. Genau, ich zeige Ihnen mal was in meinem Katalog. Verkauft, das Bild. Da ist eins, das ist wirklich im Brauweiler entstanden. Das war 2007, glaube ich. Hier in der Abtei? Ja, hier in diesem Raum. Das war mein Nachbar damals. Und ich habe die Leute so von der Skizze dann, ich habe den gemalt, der hat gelabert. Der, wo man eigentlich nur den Arm von sieht? Ja, genau, der. Das ist ja so eine Wand wie die hier. Ja, da hat man ja so den Arm. Ich saß hier, wo die Dame jetzt steht. Ja, ja. Und habe das so festgehalten. Und er stand und hat seine Bilder so angepriesen. Und die Leute stehen da so. Das ist wirklich original von Brauweiler übernommen. Und auch diese beiden Leute, die da ja, stehen sind? Ja. So Skizzen, so Karikaturen, wie ich sie gerade gemacht habe. Und die sind wirklich übernommen. Das Bild habe ich leider nicht mehr, es ist verkauft worden. Und das haben Sie auch schon mal erlebt mit Lupe? Ja, gab es alles. Habe ich alles schon gesehen. Es gibt ja Leute, die nicht mehr so gut sehen können oder den Namen nicht lesen können. Ach so. Oder so. Gibt es ja auch nicht nur in der Kunst, auch im DM oder so. Gibt alles, alles. Oder genau gucken, wie die Schicht sehen wollen von der Leinwand. Ja, ja. Alles. Moment.
Ja, oft sind es ja, ich will ja jetzt niemanden zu nahe treten, aber oft sind es ja ältere Menschen, die sich für Kunst interessieren oder Kunst fördern, also in unserem Alter aufwärts. Also das, was wir da sehen, ist alles Fantasie. Ja, die Menschen, ja, so ein, die so Menschen ein Querschnitt, auch, der was mein Phallus Eindruck auch. Ist. Ja, der Phallus auch. Der Phallus auch und die Fotos auch und diese Werke hier auch. Ja. Das Einzige, was übernommen ist, der August Macke da hinten. Ja. Und ich habe ein Bild, eine Parodie auf Lüpertz in meiner Serie. Das ist hier irgendwo. Ich habe auch eine Parodie auf Baselitz da drin, weil die an jedem großen Museum hängen. Wo ist er denn? Das ist hier. Ich muss mal immer blättern, weil ich nie weiß, wo das ist. Das war ja damals auf dem Einladungsflyer 2010, das Bild. Ja. Das hat jemand gekauft und das hängt jetzt in Kerpen. Ja. Das habe ich in Brauweiler verkauft. Das ist August Macke hier. So ist er denn. Ich muss ein bisschen blättern. Wo ist der Lüpertz? Das ist eine Hommage an Artemisia. Hier ist Lüpertz. Ja. Parodie auf Lüpertz. Soll aber auch nicht ich sein? Nein, auf keinen Fall, nee. Wenn da jemand fragen sollte. Das ist Werbung für Telekom? Ja, genau, die sponsert ja oft Künstler, namhafte Künstler, deswegen habe ich da so einen Gag gemacht. Schön. Und hier, wo ist hier noch? Das ist vor dieser Ausstellung zu Picasso gewesen, wo die Leute Schlange stehen und hier die ganzen unbekannten Künstler, Picasso und die unentdeckten Pfeilchen. Hier die Unbekannten und hier die Warteschlange von den Künstlern. Dieses Bild ist auch schon verkauft, oder gibt es das noch? Das gibt es noch. Das habe ich jetzt bloß nicht hier, weil das habe ich. Ich habe viele Bilder hier in der Serie, aber ich darf ja nur 3 oder 4 hier aufhängen. Ach so. Jetzt gucken wir mal, wo die. Ich suche immer noch den Baselitz. Das ist hier das Bild. Wo ist er denn da, Baselitz? Das ist hier, wo ist er denn? Wo ist er? Ach ja, das hier ist die Kunstkaufkommission. Das sind letztens die Leute, die entscheiden, welche Kunst in große Museen darf. Und die gehen auf namhafte Messen wie die MoMA oder die Art Cologne und fahren dann rum. Und hier sind die Galeristen, die schleimbuckeln und hier liegen die Werke. Und die gehen, habe ich so einen Einkaufswagen hingemalt. Die gibt es wirklich. Das ist irgendein Museumsdirektor, ich weiß nicht wo. Und den habe ich dann auch mal gesehen in Köln, in einem großen Museum. Der hat mich ganz irritiert angeguckt, als wüsste er, dass ich ihn male. Irgendwann. Das hat er jetzt davon, ne? Ja, das hat er davon, dass er porträtiert ist. Ja, genau. Hier steht auch die Kunst drauf. Ja. Aber ich suche immer noch den Baselitz, den Lüpertz. Baselitz hatte ich. Ich hoffe, das ist die Vernissage hier. Bauweiler. Was ist er denn? Hier, den suchte ich. Versuche Baselitz zu verstehen. Das habe ich auch verkauft, das Bild. Das habe ich nicht mehr. Schön, da ist noch einer. Ja, genau, Baselitz. Beide Baselitz. Ja, also man muss schon sagen, es ist ja selten, dass Malerinnen und Maler so viel Humor haben. Hat man ja nicht so oft. Ne? Wir nehmen ihre Kunst ja schon sehr ernst. Ne? Ja. Es ist aber auch als Frau schwieriger, weil selbst andere Frauen erwarten, dass Frauen immer schöne Kunst machen und harmonische Kunst und nicht so kritisch und nicht so kritisch, diese Harmoniesucht immer. Und Satire also, schon mal gar nicht. Schon mal gar nicht. Es ist auch ganz schwer. Ich habe es nie geschafft, eine große Zeitung zu kommen. Da in der Bonner Umweltzeitung mache ich Karikaturen, aber es ist schwierig. Ja. Politik, das ist eine absolute Männerdomäne. Gut, es ist grundsätzlich schwierig, von Kunst zu leben, aber... Das ist wieder ein anderes Kapitel, ob man davon leben kann. Ja, ja. Ich meine, jemand, der mir erzählt, dass er vom Bilderverkauf sein Essen, seine Miete zahlt und nicht mit 50 noch bei seiner Mutter wohnt oder eben einen Zahnarzt als Gatten hat, der ist eher selten. Gut, ich danke Ihnen sehr. Gern geschehen. Na, wie haben Ihnen die Bilder von der Frau Harms gefallen? Wenn Sie Ihnen gefallen haben, schreiben Sie mir eine Mail. Wenn nicht, behalten Sie es für sich. Schönen Tag noch. Tschüss.